Es ist soweit, die YCS ist zu Ende. Welches Deck hat gewonnen und was hat allgemein weiter getoppt? Das schauen wir uns jetzt an. Ja, am letzten Wochenende war die Remote Duel YCS, um genau zu sein, 3 an der Zahl, denn wir haben ja nicht nur in Europa eine gespielt, sondern auch in Amerika etc. Und ja, was soll man sagen? Die Tops wurden ausgespielt. Warum nur die Tops? Naja, die Vorrunden gab es schon vor ein paar Wochen, doch jetzt wurden eben in einem Livestream, beziehungsweise Live-Show sozusagen, die Tops ausgespielt. Und wir gucken uns natürlich an, was hat weiter getoppt, also was ist weitergekommen als Top 16 und was hat überhaupt gewonnen und vor allen Dingen, wie sehen diese Listen aus? Und wir fangen einfach mal an mit Top 8 und wir sehen hier einfach, Tribugate, ne? Tribugate Standard mit Rescue Cat. Man muss dazu sagen, dass viele Varianten sowohl mit Zodiac gespielt haben, als auch die andere Variante eben mit Rescue Cat. Manche, haben natürlich auch Rescue Cat nicht gespielt, aber jetzt hier auf dieser Liste sehen wir halt eben Rettungskarte und sehen die Strikes Main. Strikes Main ist natürlich eine super gute Karte, ist going first sehr, sehr spielstark und ist going second so mittelmäßig. Also man muss natürlich sagen, sie bricht keine Felder an sich, aber sie hilft auf jeden Fall, wenn der Gegner dann nächsten Zug wieder was macht, halt eben dort zu unterbinden, beziehungsweise das Feld halt dementsprechend so ein bisschen zu clean. Sonst an der Liste jetzt hier erstmal. Nichts Außergewöhnliches. Wir sehen hier nur einen Lord. Manche spielen zwei, hier nur einen. Man spielt hier den Omega. Natürlich, man spielt Gamma Mame. Natürlich mit Rescue Cat. Eine sehr, sehr gute Combo an sich. Ne? Aktiviert Rescue Cat, Tribut ist verkosten. Und dann kommt die Ash, dann kommt der Gamma und dann bist du in der Full-Combo drin und hast noch ein Omega daneben bei. Side-Deck sehen wir hier eine Diddy Crow. Klar, logisch, ne? Passt zu diesem Deckthema. Manche spielen sie ja Main, einfach aus dem Aspekt, dass er eben geflügeltes Ungeheuer ist. Lockbird, genau das gleiche, spielen auch einige Main, wegen halt, geflügeltes Ungeheuer. Aber was wir hier sehen ist, dreimal die doppelte D-Crow quasi gegen Tritron, klar, super gut. Nibiru ist allgemein eine Karte, die viele unterschätzen. Klar, in vielen Fällen macht sie mal nix, aber in anderen Fällen ist sie absolut broken und kann einfach das Duell für sich entscheiden. Ist natürlich immer schwer abzuwägen, zeichnet man die jetzt hier, das ist ein bisschen schwer. Zum Beispiel gegen Tribugate selber, Nibiru ist da nicht so gut, weil ganz ehrlich, klar kann es mal passieren, dass du Nibiru drücken kannst, aber eigentlich, wenn er richtig kombot, dann kommt der Appaloosa, bevor Nibiru überhaupt sinnvoll was machen kann. Ist natürlich schwierig dann. Und natürlich Backrow Hate hier, ne? Den Harpiens Federsturm und den Twin Twister und antimagischer Duft, natürlich immer das Problem, ne? Man hat nicht so viel Platz, deswegen nur zwei antimagische Dufts hier. Man sieht aber auch hier die Imperial Order Main, was natürlich auch zusätzlich ein Anti-Aspekt ist gegen viele Decks. Die Order ist natürlich sehr, sehr spielstark. Und wir gehen natürlich fühle ich davon aus, dass wir First gehen. Diese Liste jetzt in dieser Variante, natürlich Going Second deutlich schlechter an sich. Dafür ist der Going First deutlich stärker. Ist halt so eine kleine Abwägungssache. Möchtet ihr Going Second und Going First gleich gut sein? Möchtet ihr Going First besser sein? Wollt ihr Going Second besser sein? Es gibt ja diverse Listen. Bei Zodiac natürlich ist es so, dass eben ja zum Beispiel halt die Going Second war. Also es ist ja Going Second besser. Es ist keine Going Second Variante, aber es ist Going Second besser. Kommen wir zur nächsten Deckliste. Und das ist eine Überraschung so ein bisschen, weil wir sehen Tritron, Necros. By the way, muss ich dazu erstmal sagen, dass in Europa, in den Top 8, ich meine sogar Top 16, da bin ich mir jetzt aber gar nicht sicher, kein Tritron war. Also Tritron war in Europa nicht stark vertreten. In Amerika dagegen doch schon deutlicher vertreten. Und wir sehen hier eine sehr interessante Variante, denn wir sehen eine Necros-Tritron-Variante. Interesting. Was soll man sagen, ne? Unicorn ist eine gute Stun-Karte. An sich natürlich funktioniert das Deck sehr gut. Spielt natürlich noch mehr Lockbird rein. Nibiru kann natürlich hier auch theoretisch mehr kommen, aber vor allem Lockbird spielt das Ganze noch mehr rein. Was sehr interessant ist, weil viele Angst haben davor. Man muss natürlich sagen, im Top Cut selber waren natürlich nicht mehr so viele Lockbirds Main, aber auf der YCS, also in den Vorrunden, gab es sehr, sehr viele Leute, die in Lockbird Main gespielt haben, womit es natürlich deutlich schwieriger wird, mit so einem Deck zum Beispiel eben da durchzukommen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Bild. Vor allen Dingen sieht man hier auch einfach, dass man hier eben auf die sogenannten Negates wie mit Eva, mit Herold etc. eben verzichtet hat. Finde ich sehr interessant. Side-Deck ist auch
auch sehr interessant, denn wir haben hier einen Lava-Golem. Ja, Lava-Golem. Warum nicht Rakugel-Modus gleich? Naja, Rakugel-Modus, nicht jedes Deck endet mit drei Monstern. Zum Beispiel Triplicate endet manchmal mit Abluser Lord. Das heißt, das sind nur zwei Monster. Deswegen ist natürlich der Lava-Golem gar nicht mal so eine schlechte Option. Lava-Golem blockiert das Deck eigentlich gar nicht, weil ich meine, es ist Tritron, ne? Wofür? Warum sollte es blockieren? Dann haben wir natürlich Going Second-Karten, Backrow-Karten und sogar der Evilly Match drin. Evilly Match ist eine Karte, die so ein bisschen Sleeper ist. Sie kann ultra gut sein, muss es nicht. Und man muss natürlich sagen, es gibt zurzeit nicht so viele Backrow-Decks. Es gab eine Zeit, wo endlich quasi jeder gespielt hat, wo locker mal 3-4 Set waren. Das gibt es jetzt nicht mehr. Natürlich gibt es immer noch Backrow-Decks, das außer Frage. Aber gegen das ein oder andere Deck bringt Evilly Match eben nicht mehr so viel. Und man muss natürlich sagen, Evilly Match, es gibt deine Battle Phase und hier jetzt in diesem Fall zum Beispiel, kann dann gar nicht dann das Feld enden mit eben Perfect Herald. Das bedeutet also, hier habt ihr nicht mal ein starkes Board an sich. Natürlich ein Unicorn-ETC zu haben als Feld oder Appaloosa-ETC ist jetzt nicht schlecht, ne? Also brauche ich nicht drüber reden, dass das jetzt irgendwie voll schlecht ist. Aber es ist natürlich nicht so stark wie eben den Herold mit eben diversen Negates. Dann kommen wir zur nächsten Liste und zur Top 4 und South America Remote 2 YCS und wir sehen hier Prankits Top 4. Ja, Prankits, was soll ich sagen, ne? One-Card-Combo, Doppelreihe-Geki. Gerade gegen Tribigate ist das zum Beispiel Doppelreihe-Geki schon sehr, 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 sehr spielstark natürlich. Und natürlich ist hier der Vorteil dieses Decks, es kann sehr viele Handtraps spielen. Wir sehen hier einfach 3 Ash, 3 Bell, 3 Nibiru, 3 Impermanence. Ja, das ist schon mal eine Hausnummer. Und dann zusätzlich noch 3x Tactical Talents. Was natürlich eine super Karte ist, falls ihr interrupted wird, könnt ihr entweder die Handkarte klauen. Falls ihr trotzdem sogar noch weiter extenden könnt, dann könnt ihr noch zusätzlich eben einfach mit der Karte die Hand angucken oder eben dementsprechend halt auch einfach nochmal ziehen. Ne? Wenn, falls ihr nicht extenden könnt, könnt ihr dann damit am wenigsten extenden. Ja, im Side Deck. Ja, Skullmeister, Bell wird schon Main gespielt. Also man hat hier sehr sich entschieden für Bell und Skullmeister. An sich natürlich, also bei Handtraps ist es sehr schwer gerade zu sagen, was ist die beste Handtrap. Of course ist natürlich Ash eine sehr gute Handtrap, weil sie einfach am flexibelsten ist und gegen jedes Deck eigentlich trifft. Aber natürlich jetzt der Impact ist nur so lala. Dagegen Bell oder so natürlich sehr stark gegen Triplegate, eine super gute Karte. Zusätzlich in Permanence sehr gut gegen auch zum Beispiel Appaloosa, aber auch gegen einfach gegen Tritron. Also bei Handtraps weiß man nicht, in die Biro kann halt wie gesagt sehr, sehr gut kommen, muss nicht sehr, sehr gut kommen, ist halt schwierig. Lockbird, naja, brauche ich nichts sagen, ne? Also ganz klar, ist eine super gute Karte. Backrow Hate und der Mind Control One of ja, warum nicht? Und der Only Beacon One, interessant. Floodgates werden ab und an auch mal gebohrt. Dann kommen wir zum zweiten Platz. YCS ist aber nicht Europa und wir sehen hier eine Dragon Link Liste und ja, Leute, das ist schon die neue Liste. Also wir spielen hier ohne LP. Denn ja, Dragon Link macht das, was es kann, immer noch. Und zwar, wir legen einfach ein Seal hin mit eventuell Savage daneben und eventuell noch mit was anderem daneben. Je nachdem, wie gut wir haben und wie oft wir interrupted wurden. Aber Seal alleine kann natürlich das ein oder andere Game für sich entscheiden. Plus eine Gate dazu, schon mal sehr, sehr stark. Das Deck kann auch sehr gut OTK. Das Deck kann sehr gut overextenden, hat sehr gute Starter. Das Deck ist nicht schlecht, einfach Fact. Das ist einfach Fakt. Das Ding ist natürlich, es ist ein bisschen mehr ressourcenfressend. Also der First Turn von Dragon Link frisst mehr Ressourcen als andere First Turn Decks. Zum Beispiel Triplegate, wenn ihr First Turn macht, okay, die Appaloosa ist raus, vielleicht der Lord noch raus, vielleicht noch ein, zwei Link Monster. Ja, das war's dann so. Klar, die Falle ruft sich dann auf das Link 4er, also ist noch ein Link raus. Also sagen wir mal, sechs Karten vom Extra Deck sind dann mal so raus beim guten First Turn, beziehungsweise Second Turn, wenn die Falle aktiviert wurde. Aber hier ist das eben anders. Wir werden unseren Chaos Labs holen, wir werden unseren Savage holen, wir werden einen Red Hot holen, wir werden Striker Dragon holen, wir werden Pisty holen, wir werden vielleicht noch Needlefiber holen, wir werden auf jeden Fall Romulus holen, wir werden auf jeden Fall Seal holen. Ihr merkt's. Es ist deutlich mehr Material, um das zu machen, was andere Decks halt mit weniger Karten machen. Aber trotzdem macht es das Deck sehr gut. Es ist sehr flexibel, hat sehr viele Starter. Wie gesagt, einfach Chaos rauben. Beste Karte überhaupt in diesem Deck. Aber alleine halt eben, dass einfach Tracer an sich ein Savage Dragon ist, ist Spielsack. Levinaire kann man hier drin spielen. Auch sehr gute Karte natürlich. Und wir sehen aber trotzdem noch hier, trotz der vielen Extender etc., hat dieses Deck noch genug Platz, eben um Handtraps zu spielen. Wir sehen jetzt 2 Wailer, 3 Gammas, 2 Bell und nochmal 3 Ash und
und dann am Side noch mehr Handdrops, indem wir eben sagen Lockbird, Skullmeister und Nibiru. Sehr interessant ist hier, dass Tacticals hier im Side-Deck entschieden wurde. Aber muss natürlich auch sagen, eine schlaue Entscheidung, denn sind wir mal ehrlich, jeder wird Handdrops gegen Dragonlink boarden. Ist ja nicht so, dass Dragonlink niemand weiß, wie man dagegen spielen soll. Dementsprechend ist Tacticals natürlich hier eine super gute Side-Deck-Karte, weil jeder wird seine Handdrops, die im Side-Deck sind, gegen Dragonlink boarden und dementsprechend dann Tacticals natürlich eine sehr, sehr gute Karte. Und dann braucht ihr einfach nur zwei ziehen und ihr habt zwei Extender gezogen, los geht's, weiter Full Combo. Oder wenn ihr eh schon Full Combo immer noch habt, trotz der Interruption, was bei diesem Deck durchaus möglich ist, hat so ein bisschen Tritron-Vibes, dann auf jeden Fall kann man einfach eine Handkarte klauen. Das ist natürlich sehr, sehr geil und man weiß auch, welche Hand, also was der Gegner hat, was wieder gut ist, um zu wissen, was man negieren muss. Also Tactical ist natürlich super, super gute Karte. Kommen wir zum Remote Duel Winner der YCS und zwar halt in Amerika und wir sehen hier Prankit mit Parallelexit. What? Naja, muss natürlich sagen, Parallelexit natürlich guter Extender, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Hilft einfach hier eben noch zusätzlich eben einfach einen Dueller zum Beispiel zu legen, was sehr, sehr stark ist gegen das ein oder andere Deck. Man sieht natürlich hier wieder, wie bei jedem Prankit, sehr, sehr Handtrap-lastig. Hier ein bisschen weniger Handtraps, wir spielen hier auch Parallelexit als mehr Extender. Der One-of-Twin-Twist ist auch sehr interessant. Man muss manchmal auch sagen, also das Deck ist jetzt in den Tops gewesen und hat jetzt gewonnen. Ja, okay, aber ihr musstet ja mit diesem Deck auch die Vorrunde bestehen. Und in der Vorrunde ist es wichtig, dass ihr einfach mal das ein oder andere Out habt gegen ein verdammtes Mystic Mind Deck oder so. Stellt euch vor, der Gegner spielt eine One-of-Mine und ihr habt kein ZF-Removal-Main. Also natürlich Zauber-Fallen-Karten-Removal, ne, weil Monster sind ja, gehen ja nicht unter mystischer Mine. Das bedeutet also, dass ihr halt eben in diesem Fall ein Out braucht. Deswegen der One-of-Twin-Twister gar nicht mal so schlecht. Vor allen Dingen, weil hier natürlich diverse andere One-Offs gespielt werden. Reborn, Called by the Grave, One-for-One, Instant Fusion. Das sind alles One-Offs, die sehr, sehr gut sind und die natürlich sehr gut in dieses Deck passen. Und dementsprechend dann den letzten Slot, der einen fehlt, können wir natürlich eine dritte Pulli spielen, aber bringt natürlich auch ein bisschen mehr. Deswegen hier Twin Twister gar nicht mal so verkehrt. Talents hier Main, spricht natürlich für sich. Das Deck ist Handtrap anfällig. Dementsprechend, wenn eine Bell kommt oder so oder eine Ash, kann das schon sehr, sehr wehtun. Hier jetzt einfach Tacticals ist sehr, sehr nice. Dann hier extra Deck nichts Besonderes. Also abgesehen von Dueller spielt, ist ja klar, ne? Und Side-Tag dann noch mehr Handtraps, Gammas, noch mehr Set-Off Removal. Und der Panketops über den dritten Cosmic Cyclen, was auf jeden Fall Sinn macht, weil er ebenfalls ein Beatstick ist und zusätzlich eben Monster outen kann. Also er kann meist schon ein, zwei Negates rausholen, wenn es ein großes Board ist, was viele Negates hat. Panketops rennt über Appaloosa drüber, meistens zumindest, und dann kann er noch was schießen. Das wird natürlich negated, aber damit sind schon zwei Negates, beziehungsweise wenn Appaloosa mehrere 10 Marken hat, noch ein paar mehr Negates rausgeholt, was natürlich sehr, sehr geil ist. Aber kommen wir zum nächsten Deck hier, und zwar Top 8. Virtual World. Ja, ich wollte euch Virtual World natürlich zeigen, weil, ey Leute, es ist Virtual World. Es ist nicht irgendwie das Standarddeck, was man erwartet hat. Hier auf jeden Fall Virtual World. Die Liste an sich doch wiederum ist gar nicht so spicy. Okay, die Handtrap-Ratio, okay, man spielt hier Phantasmai Main. Klar, Phantasmai gar nicht schlecht. Verbessert die Hand deutlich. Klar, Tribute Gate ist da. Das heißt, Link-Monster werden auf jeden Fall existieren auf dem Feld. Klar, nicht gegen jedes Matchup, aber halt gegen schon einige Matchups. Von daher gar nicht mal so schlecht. Zusätzlich Cosmic Cycle Main. Ich habe ja schon gesagt, ZF Removal ist nicht verkehrt im Main-Deck. Imperial Order ist First Turn natürlich sehr stark. Und ich stack natürlich eine quasi fast nutzlose Karte. Außer ihr könnt das Feld brechen. Dann ist wiederum der Win. Von daher geil. Wir sehen im Extra Deck, er spielt mit Zeugen. Ist eine Variante, die man jetzt durchaus kennt. Er spielt ohne Mud Dragon, was hier interessant ist. Das heißt, er will nicht auf Dragooner gehen oder so. Ist halt die andere Variante. Zeugen ruft hier halt Crystal Wing, ganz klar. Zeus kann man hier spielen. Sehr starke Karte. Im Side Deck natürlich drei nochmal Handtraps Package. Also Leute, ihr seht's. Es ist offensichtlich. Man spielt Handtraps, Head-Elf Removal, dann ein bisschen Stun, zum Beispiel Duft. Und wir sehen hier Shadrite. Und Shadrite natürlich eine sehr, sehr starke Karte, die quasi so ein bisschen den Maxi-Dropback macht, wenn du es droppst, ja, OTK mich oder mach lieber gar nichts, weil sonst habe ich ganz viele Karten. Ist natürlich sehr cool, sehr cool. Ich wollte die Liste einfach mal zeigen, ist halt jetzt nichts Diverses, Besonderes, ist halt einfach eine Virtual World Liste und hat funktioniert, er ist in die Tops gekommen, er hat 11 Runden, 10 oder 11 Runden Vorrunde bestanden und dann noch Top 32, Top 16 und dann in die Top 8 gekommen, dann rausgeflogen. Aber doch sehr, 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 sehr gut. Dann kommen wir jetzt hier nochmal zum zweiten Platz. Hier erstmal die zwei Grafiken von zweiten und ersten Platz kommen von Julio. Vielen Dank nochmal an ihn für die Grafiken, dass er die gemacht hat. Und wir sehen hier, zweiter Platz, wir sehen hier eine Dogmatiker
invoked Shadol-Variante, jedoch mit ein bisschen weniger Shadol als halt, mit der kompletten Shadol-Engine. Wir gucken uns das Ganze aber an. Man spielt hier mit Maximus. Es gibt eigentlich so zwei Varianten, wie man das Deck spielen kann. Man kann mit Maximus spielen, um noch mehr halt eben auf Winter mit Schism zu kommen. Oder ihr spielt das Ganze natürlich mit einem größeren Shadol-Package und dann habt ihr natürlich eine ganz andere Strategie sozusagen, weil ihr nicht so sehr hart die Schism forst, sondern halt eben im Schism nur macht, wenn es sich halt anbietet, aber halt, ihr könnt auch Winder einfach mit, einfach Shadow-Fusion normal machen, ne? Also, wir sehen hier, dann das Package, ne? Drei Glacier, drei Alistar, spielt Ariel und Beast, manche spielen Dragon, aber Ariel ist natürlich eine gute Karte, Beast, Ash als Handtraps, Wailer und jetzt kommen wir zu einer Thematik, die ich sehr schwierig finde, denn wir sehen hier eine Bell, ein Tactical Talents, ein Pot, ein Droplet, zwei Impermanence, ein Village, was soll man zu dieser Ratio sagen? Ich weiß es auch nicht. Sinn macht das für mich nicht so viel, aber man muss natürlich einfach auch dazu sagen, dass die Meta eben, es sind alles gute Karten. Also, wenn du den passenden Moment siehst, ganz klar super gute Karten. Wie mit Tacticals, natürlich eine gute Karte. Pot, natürlich eine gute Karte. Okay, ne, einspielen kann man nie zwei haben, ne? Droplet, natürlich eine gute Karte, will man eigentlich öfter vielleicht haben, aber gerade in Shadol Dogmatica Invoked ist das natürlich eine Karte, die du gar nicht so hart resolven möchtest. Also das heißt, Droplet ist zwar eine Karte, die sehr gut ist und einfach an sich das Duell für dich gewinnen lassen kann, aber der große Nachteil ist einfach, in diesem Deck willst du gar nicht so viel abwerfen. Village, ja, ist Order, ne, da brauche ich nichts zu sagen, glaube ich. Und Schism natürlich absolut starke Karte. Extra Deck sehen wir, dass wir mit der Wache spielen, mit den Link 1. Das ist auch relativ normal, wenn man halt eben mit Maximus spielt, das ist natürlich sehr wichtig. Denn wir brauchen ja irgendwie ein Extra-Deck-Monster im Friedhof. Dann haben wir Side-Deck, zwei Nibirus, ein Kaiju. Ja, ein Kaiju, man hätte auch einen dritten Nibiru, glaube ich, spielen können. Was hier der Hintergedanke da, weiß ich nicht. Der zweite Phantasmai im Vergleich zum ersten da oben. Okay, Artifact Lancia 2, 2 Lockbird, eine Diddy Crow. Ey Leute, ein Shadride. Die Ratio irritiert mich einfach dermaßen. Klar, wenn die Karten alle kommen, zu einem guten Zeitpunkt, super gut. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du sie hast, ist natürlich wesentlich geringer, weil du sie weniger spielst. Aber hat gut funktioniert für ihn, von daher zweiter Platz hier auf jeden Fall. Dann kommen wir zum ersten Platz und was soll ich sagen? In Amerika hat tatsächlich Tritron gewonnen. Ja, in Europa nicht mal in den Top Cut geschafft, richtig. Hier jetzt auf jeden Fall dann dafür den Win geholt. Ja, Tritron ist immer noch ein sehr gutes Deck und nur weil es in Europa jetzt nichts so gerissen hat an sich, ist es jetzt nicht ein schlechtes Deck. Wir sehen hier natürlich, das ist halt eine Liste, die man kennt. Was hier auffällt, ist Cyber, Notfall spielt man hier dreimal. Kann man natürlich machen. Ist natürlich eine Karte, die in Lockbird reinspielen. Aber wie gesagt, eine Top-Card ist das nicht schlimm gewesen, weil dort haben nicht mehr so viele Lockbird Main gespielt. Aber eben, in den Vorrunden natürlich. Aber das Deck hat natürlich eine Win-Condition. Perfect Terror liegt da mit 4-5 Negates. Sind wir mal ehrlich, also wenn du da nicht irgendwie noch was du hast, also sei es ein Droplet, Dark Ruler No More oder so, dann hast du automatisch gegen dieses Feld eigentlich verloren. Wir sehen dazu, dass ich im Extra-Deck einen schwarzen Rosendrachen, sehr spicy an dieser Stelle, und wir sehen im Side-Deck zwei Lancia, zweimal den Laser, eben für Tritron, einmal den Sturm, drei Droplet, wieder Droplet, super steile Karte, gerade für Tritron ist Droplet, boah, die Karte schlechthin, weil ihr discountet eure Tritrons, die im Friedhof ihre Effekte aktivieren können. Wo ist der Minus? Fragezeichen. Genau, bei Twin Twister, Impermanence zusätzliche Handtrap natürlich. Wie gesagt, ist auch ein Out gegen Appaloosa, weil Tritron tut Appaloosa schon ein bisschen weh, wenn man natürlich jetzt nicht dagegen was Passendes hat, wie Droplet oder Impermanence oder halt eben eventuell sogar noch, je nachdem wie die Situation ist, natürlich auch der Herald und dann natürlich noch der Red Reboot. Aber wir wollen jetzt natürlich sicher gucken, was hat denn in Europa gewonnen. Wir fangen natürlich an, erstmal mit Top 4, was interessant war. Und zwar Madolche. Madolche ist Top 4 gekommen. Und wir sehen hier auch die Liste. Und sie ist in gewisser Weise spicy, denn wir sehen hier einfach Herald des orangenen Lichts dreimal. Jetzt fragt ihr euch so, hä, warum? Naja, vielleicht weil Madolche ist Fee sind. Sehr coole Karte. Ebenfalls sehen wir Ghost Match. Klar, eine Karte, die sehr durch Meddern kann. Dann sehen wir als Handtraps auf jeden Fall noch weitere Handtraps, die sehr, sehr krassen Impact haben. Und zwar Dimensionsshifter. Dimensionsshifter, wenn du den droppst,
sind wir mal ehrlich, der Gegner hat ein großes Problem. Das ist natürlich einen großen Impact, die Karte, aber natürlich, Going Second halt komplett nutzlos. Also im Sinne von, wenn ihr First gegangen seid und dann wie die zieht, ist hier komplett nutzlos, ist irgendwie klar. Jedoch, muss man natürlich auch sagen, theoretisch, gerade weil es mal Dolche ist, könnt ihr es sogar schaffen, im späteren Spielverlauf mal euren Friedhof leer zu kriegen. Ist jetzt nicht immer der Fall, aber theoretisch ist das Ganze möglich. Gamma, eigentlich schon Pflicht in diesem Deck, einfach weil ihr euer Monster tributet und dann halt, dann einfach was suchen könnt. Also Spezialbeschwörung könnt aus dem Deck und da kommt natürlich die Ash oder ähnliches. Da ist natürlich der Gamma perfekt. Nibiru, große Impact-Karte an sich. Wenn er gegen das richtige Deck kommt, ist er automatisch schon Game. Da sehen wir hier einen Pot drin. Pot, super gute Karte. Man muss halt, kann halt mehr seine Pieces kriegen, um halt die Combo drücken zu können. Wir sehen im Extra-Deck auch, dass er alles als 3-Off spielt, also zumindest die Exceeds, dann zweimal eben die große spielt, dann nochmal zweimal das Link-Monster und dann natürlich noch die diversen Link-Monster, die man mal alternativ braucht. Passt natürlich perfekt für den Topf, weil ihr könnt halt dementsprechend was banishen, ohne dass euch was groß fehlt. Dann sehen wir mal Side-Deck, ein Alpha, ein Panketops und ein Red Reboot. Das sind die One-Offs, einfach weil halt Panketops und Red Reboot of One sind. Dann Kontakt C, super gute Karte gegen Tree Brigade. Es haben natürlich viele schon erwartet, dass diese Karte kommt, also die haben eventuell was dagegen im Extra-Deck gehabt, aber nicht jedes Deck. Damit war das automatischer Win und gegen das ein oder andere Deck kann diese Karte sehr, 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 sehr gut kommen. Dann haben wir hier der Twin Twister und Dimension Ground. Was wollte ich dazu sagen? Nochmal Shifter spielen, warum nicht? Und antimagischer Duft, um das Spiel ein bisschen langsamer zu halten, denn Madolche, viele wissen es nicht, Madolche ist ein extrem schnelles OTK. Das Deck kann dich sehr, sehr schnell weg OTKen, ist jedoch im Gegenzug auch sehr, sehr Nibiru-anfällig. Ne? Das ist natürlich so das kleine Handicap. Und kommen wir jetzt zu Platz 1 und was soll ich sagen? Raphael Neven gewinnt seine dritte YCS. Ja, also der hat alles durchgespielt auf jeden Fall und wir sehen die Liste. Es ist eine Tree Brigade Zodiac-Liste. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass eben man bei Tree Brigade eben darauf setzen kann, einen stärkeren First Turn zu haben, einen stärkeren Second Turn zu haben. Und wir sehen hier, dass ihr einfach beides gesetzt habt, denn wir sehen hier sowohl die Zoo Engine, die natürlich sowohl Going Second als auch First funktioniert. Falls ihr nicht weiß, was macht man mit Zodiacs eigentlich Going First zur Zeit? Naja, ihr seht schon hier im Extra-Deck, man kann eben mit Shackanine sich einen zweiten holen und ist dann instant im Link 2. Das heißt, wir sind in Link 2 und zusätzlich haben wir sehr viele Monster am Friedhof, die wir banishen können für unsere Tree Brigade Monster. Das machen die Going First und Going Second. Ja, brauche ich nicht sagen, ne? Wilpo, Zeus, let's go. Zeus ist eine spielstarke Karte und der Strike halt für den stärkeren Going First Turn. Und wir sehen hier den Phantasma im Main, was sehr interessant ist, weil Phantasma ja doch gar nicht so oft gespielt wurde. Aber natürlich, um die Hand zu verbessern bzw. zu optimieren, dann sind wir mal ehrlich, wir wollen nicht drei Zodiacs ziehen in der Starthand. Das ist echt nicht so gut. Aber wenn du zwei Zodiacs ziehst und ein Phantasma, okay, dann packst du halt einen Zodiac weg. Du hast keine schlechten Karten in diesem Deck, dementsprechend kannst du nur die wegpacken, die halt eben doppelt sind. Und dann kannst du einfach Kombo nicht so geben. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Das auf jeden Fall zur Mainliste. Man sieht hier, dass im halt Extra-Deck natürlich das Link 4 Monster von den Trouble-Gate-Monstern nur zweimal gespielt wurde. Naja, ist natürlich dem geschuldet, dass hier einfach das Zodiac-Package drin ist. Und zusätzlich sehen wir hier eben noch im Zeitdeck Lockbird, Skullmeister über Bell. Das ist wiederum interessant. Aber wie gesagt, zurzeit die Handtrap-Choice zu sagen, was besser und schlechter ist, kann man kaum sagen, weil es einfach aufs Matchup ankommt. Skullmeister kann so oft viel besser sein als Bell, aber umgekehrt kann Bell viel oft besser sein als Skullmeister. Also das ist ein bisschen schwierig zu sagen, dass man jetzt perfekt sagen kann, die Handtrap ist besser. Nibiru, wie gesagt, da kann man auf jeden Fall eins sagen, die kann man spielen und wie gesagt, sie hat manchmal den Win-Aspekt, manchmal bringt sie gar nichts, deswegen im Side. Main macht sie halt eigentlich aus meiner Sicht zumindest nicht so viel Sinn, weil ja, nur halt gegen gewisse Matchup diese Karte gut ist, gegen gewisse Matchup ist die halt einfach nutzlos. Ja, Shadowrite, wie gesagt, Shadowrite, super starke Karte und Backrow-Outs brauchst du halt immer. Drei Twin Twister, die Art Emperor Order Main, theoretisch ist das auch ein Mine-Out, ne, muss man natürlich einfach bedenken. Und ja, das waren die Decks. Ich finde, die YCS hat gezeigt, dass die Meta genauso ist, wie jeder es gedacht hat. Wir haben Trizu, wir haben Tritron, aber trotzdem haben wir noch diverse andere Decks dazwischen. Handtrap Ratio kann man immer anders machen. Jede kann zu einem anderen Zeitpunkt genau richtig sein oder eben nicht richtig sein. Wir sehen also hier, wir haben eine ziemlich offene Thematik, was zumindest die Decks angeht und die Handtrap-Ratios, denn wie gesagt, manchmal reicht eine richtige Handtrap und ihr habt gewonnen, manchmal reichen aber nicht mal zwei Handtraps, um halt den Gegner aufzuhalten. Dementsprechend ist das natürlich immer hin
und her. Aber ich hoffe, die Listen haben euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr erwartet, dass diese Decks die YCS gewinnen? Oder habt ihr gedacht, nee, also ich dachte, Drytron wird alles dominieren. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, das war's von mir und bis bald.